bin Jan Spitzer, Schauspieler, spreche sehr viel und gern synchron. Unter anderem Alan Arkins, habe schon Patrick Swayze gesprochen. Oder auch die meisten. Jetzt hat mich ein junger Taxifahrer angesprochen. Ich habe doch den Brain gesprochen. Was wir heute Abend machen, Pinky? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Mhm. Wir haben immer eine Frage, mit der wir beginnen. Ich sage immer, die legendäre erste Frage. Mhm. Und die lautet, wie bist du zum Synchron gekommen? Ja, ich war auf der Schauspielschule Berlin in Schöneweide, damals noch staatliche Schauspielschule Berlin, die heute Ernst Busch heißt. Und habe schon während meiner Studienzeit zwei Filme gedreht. Das heißt, ich war so oft gar nicht in der Schule zum Unterricht. Vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen was. Oder aber es gibt ein paar Sachen, wo sie mich nicht so verbiegen konnten. Ich habe da den Film Abschied gedreht vom Egon Günther. Ein damals spektakuläres Unterfangen, wurde auch dann gestoppt und verboten, weil es doch eben nicht so sehr die sich an dem Johannes Erbecher, späteren Kulturminister, orientierte, zu dessen Todestag oder Geburtstag der Film laufen sollte. Und es war eben doch nicht eine Lobhudelei auf Herrn Becher, sondern nach seinem Roman Abschied ein Aussteiger-Typ. Ich hatte dafür damalige Verhältnisse auch schon etwas längere Haare, das war schon unglaublich und war also gar nicht Herrn Becher ähnlich. Jedenfalls habe ich da meine ersten Synchronisation gemacht, weil das eine war, wie gesagt, der Abschied, dann war noch Jungfer, sie gefällt mir, eine Kleist-Adaption. Da hast du dich selber synchronisiert? Zerbrochene Krug und wenn, das war ja historischer Film, wenn dann ein Flieger vorbeiflog oder ein Auto gebrummt, zu hören war, mussten teilweise aber ganz wenig synchronisiert werden. Und da habe ich dann mich selbst natürlich, aber weiß ich, ein paar Takes bloß, synchronisiert. Später wurde ich dann mal in einer Hauptrolle im Fernsehen der DDR besetzt für Synchron. Ich hatte noch gar keine Ahnung und keine Routine, aber man hat mir das zugetraut. Es muss fürchterlich gewesen sein. Ich weiß, dass ich immer nur, man muss ja mit einem Auge auf dem Blatt sein, man liest es ja ab, man kann ja nicht das ganze Buch auswendig lernen. Und man muss ein Auge auf dem Blatt haben, ein auf der Leinwand oder am Monitor, je nachdem, wie es technisch gestaltet wird. Also die ersten Versuche müssen fürchterlich gewesen sein und ich habe mir dann aber später gesagt, jetzt guckst du erstmal, nimmst dir richtig Zeit und lässt dir die Zeit, guckst, wo sind die Pausen, wo sind die Atmer. Und das habe ich mir sehr stark angewöhnt und dann wurde es peu à peu besser bis hin eben zu einer Routine, die man dann im Laufe der Zeit kriegt. Und man muss es ja auch spielen, also man muss immer sowohl den Ton, Lautstärke und so weiter im Hinterkopf haben, die Gestaltung, dann die Atmer, die Pausen. Man muss ja auch ungefähr so in etwa so sein wie der Kollege, der da im Take, wird ja in Takes unterteilt, man kann ja nicht den ganzen Film hintereinander sprechen. Und es ist dann auch einfach eine gewisse Routine, die sich dann mit der Zeit einstellt. Du hast ja zu einer Zeit angefangen, wo ihr noch zusammen im Synchronstudio gestanden habt. Ja, es war ja noch Perfo zum Teil, also für die Leute, die den Branchenbegriff nicht so kennen, ist das eine Perforation noch mit richtigem Film. Ja. Ein Vorführer hinten, der an einem riesen Apparat stand, wo der Film dann vorgeführt wurde durch ein kleines Fenster, der Projektor dann seine Bilder nach vorne warf. Ab und zu mal abbrannte, ne? Hat Lutz McKenzie, glaube ich, mal erzählt, irgendwann brannte dann irgendwie eine Filmrolle durch. Ja, so. Das habe ich nicht erlebt, also, okay. Aber es passierte öfter mal, gerade bei der BSG, der Vorführer war natürlich auch ziemlich stupide, die schmissen dann die Rollen rein und dann hatten sie Zeit. Und der trank dann halt sein Bier zwischendurch. Und wenn man dann ein Wechsel war, wurde ja oft die Rollen gewechselt, dann war der manchmal eingeschlafen, musste man den wecken. Also man konnte auch immer, man hatte Pausen, rauchen gehen, was heute überhaupt nicht mehr geht durch
digital und es geht schneller, so schnell kann man das Buch gar nicht umblättern, um zu seinem Text zu kommen, wie der Film schon an der Stelle gelaufen ist, ist ja nur noch ein bisschen Knopfdruck und kleiner Schieber, da ist man, da muss man schon ganz schnell blättern, um da hinterher zu kommen, zumal die Ateliers ja relativ teuer sind, es muss alles schnell gehen, wenn man das also nicht in einem gewissen Zeitrahmen schafft, dann taugt man nicht für den Job und wird auch nicht mehr besetzt. Von welchen älteren Kollegen hast du damals dein Handwerk gelernt beim Synchronisieren? Waren das alles Schauspieler von der Ernst Busch, die da mit im Studio standen? Ältere, wie war das damals im Synchronstudio? Das waren hauptsächlich Kollegen von den Berliner Theatern. Von der Busch waren das wären ja alles Anfänger gewesen. Obwohl man hat sich damals noch die Zeit genommen, auch noch nicht routinierte Kollegen anzulernen, was heute auch nicht mehr geht. Bei Kindern ist es ja klar, dass die können es noch nicht, die muss man schulen, die muss man nehmen und die lernen es dann auch. Da gibt es dann auch jüngere Kollegen, die haben mit 6, 7, 8 schon angefangen zu synchronisieren, haben es natürlich gelernt und die fahren dann mit 16, 18 schon ihren Porsche, also da gibt es sehr gute Leute auch. Aber man hat die Zeit für einen älteren Kollegen, der das also noch nicht beherrscht, den anzulernen, die gibt es einfach nicht mehr. Du hast ja im Osten angefangen. Ja. Später dann logischerweise in den Weststudios synchronisiert, nach der Wende. Wie hat sich das unterschieden, wenn du da die beiden Länder vergleichst? Es war einfach von der technischen Ausstattung, vom Equipment war das natürlich was anderes. Wir haben ja noch ich habe in Johannisthal angefangen, Johannisthal Synchron. Das war ja früher die Turbis gewesen, eines der ersten Studios noch von der UFA. Und das gab es zu Ostzeiten auch noch, inzwischen ein wenig angegilbt, muss man mal sagen. Die Dielen knarrten und Linoleum, es roch typisch nach Ostbohner Wachs. Und wie gesagt, die Bücher, die wir da hatten, die waren noch mehrfach durchgepaust, noch richtig mit Blaupause. Die Takes waren riesig, weil man sich sparen wollte, dauernd zu schneiden und so weiter und auch die Technik gar nicht so war. Es war manchmal, glaube ich, mehr ein Overlay als Synchron, was da war. Aber, und manchmal musste man aufgrund der Pause beim achten Durchschlag, da konnte man die kaum noch lesen, da musste man die Buchstaben erstmal nachziehen, damit man das lesen konnte. Dann waren es so gewaltige Takes zum Teil. War es deiner Meinung nach anspruchsvoller? Der Anspruch war da. Also es gab auch viele Damen, ich will jetzt nicht frauenfeindlich werden, aber die hatten immer den Ehrgeiz, wir drehen den Film neu. Der Film ist scheiße, um das mal so zu sagen, aber wir machen das Ganze, wir machen das neu. Und wenn man sich an ein Bild hängt, also nicht dranhängt, sondern so tut, als wenn einem das nichts angeht, dann zieht man immer den Kürzeren als Sprecher, weil die damit spricht ja dann dafür einen Quatsch. Das passt doch gar nicht zum Bild. Aber wie gesagt, es gab da ein paar Damen, die hatten immer den Ehrgeiz, große Kunst zu machen. Wir hatten zum Teil sehr gute Filme, auch gerade sowjetische Filme. Da gab es ja ein großes Potenzial von sehr guten Regisseuren. Und ich weiß noch, der eine Film, das handelte von Kolonialismus in Indien, als die Engländer dann abziehen mussten. Ich habe dann auch einen sehr bekannten Schauspieler gesprochen in diesem Film, der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, jedenfalls hat er in einem Film, der auch im Osten gelaufen ist, immer sagte, it's showtime, folks, der als Regisseur arbeitete und immer an seine Grenzen ging, gesprochen, weiß ich noch. Und dann, das war eine Regisseurin, die hat auch diesen Anspruch gehabt. Und da was rauszukitzeln, was zum Teil auch gar nicht drin war. Und ich weiß noch, ich glaube, es gibt sie gar nicht mehr, ich kann es ruhig sagen. Wir haben sie dann genannt, sie war immer sehr tiefgründig, wir haben sie genannt, sie hieß Dr. Navrot, sie war Doktor, auf welchem Gebiet auch immer, Doktor Synchron gab es ja nicht, aber irgendeinen Doktor hatte die. Und die haben wir immer genannt Dr. Navrot. Facharzt für inneres Synchron. Also man musste Sachen spielen angeblich, die überhaupt nicht zu spielen waren. Und beim 10. Mal hat sie gesagt, jetzt ist es gut, obwohl es schlechter war. Du,
jetzt hast du gerade von so dem einen Extremfall erzählt. Würdest du sagen, dass es der Branche vielleicht heute ab und zu gut tun würde, wenn es mehr dieser, ich sag jetzt mal, Feingeister noch geben würde, dass man sich mehr Zeit nimmt? Oder sagst du, das hat sich alles gut entwickelt? Wie das ich ist? Weiß es nicht. Weil du sagtest, der Unterschied zu West, als dann, ich bin auch sehr schnell dann eingestiegen in West-Berlin, in den verschiedensten Synchronstudios. Erstmal war natürlich alles gepflegter und es war auch übersichtlicher. Die Takes konnte man lesen und sie waren nicht so groß auch. Und es war einfach, man konnte besser arbeiten. Natürlich am Anfang war man auch sehr, ich war sehr aufgeregt, wenn dann Arnold Marquis neben einem stand oder Chevalier und so weiter. Man stand ja noch zusammen am Mikrofon, manchmal vier, fünf Leute. Und gut, man hatte auch einen Aschenbecher daneben, hat sich keiner beschwert, auch wenn Frauen mit Kindern da synchronisierten. Aber man hat ja manchmal zu viert oder zu sechs vor einem Mikrofon gestanden. Heute ist ja nun alles geixt, also jeder ist für sich allein. Jeder kämpft für sich allein. Aber die Takes, es ist besser getaked, obwohl in den 90er Jahren gab es auch mal so eine Tendenz, als die ganzen privaten Sender kamen, da musste unglaublich viel gemacht werden auf einen Ruck. Und Leo Kirch, der hat ja damals immer schon auch auf Halde produziert, das heißt Filme, die heute noch nicht gelaufen sind, wurden alles synchronisiert, also es war unglaublich viel zu tun. Man fuhr auch ständig in den Studios hin und her. Es gab ja auch damals schon 25 Studios in West-Berlin. Man hatte sehr viel zu tun, aber es war im Allgemeinen, die Takes waren sauber gedruckt. Man konnte das mit einem Blick erfassen, was da stand. Die Takes waren nicht so groß. Also es war eine Erleichterung, außer dass man neben so berühmten Kollegen, die man kannte aus dem Westfernsehen, wie Arnold oder wie Wie war das mit Arnold damals? Ja, ganz kollegial. Die Westberliner Kollegen waren sehr, die meisten waren sehr nett und haben auch gemerkt, dass man noch ein bisschen unsicher war und so weiter. Man hatte ein bisschen weiche Knie manchmal, wenn man so das erste Mal ist, da gerade die ersten Termine, die ich da hatte, da musste man sich auch erstmal beweisen. Natürlich haben alle gelauscht und wie macht er das? Kann er das? Ist er Schauspieler oder wie? Das war natürlich schon eine Herausforderung, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ja im Allgemeinen so in der Kunst, je größer oder je namhafter und besser die Kollegen waren, umso toleranter und großzügiger waren sie. Auch die kleinen Kläffer, die waren böse und vor allen Dingen am schlimmsten waren ja die Kollegen, die aus dem Osten abgehauen waren, manchmal mit einem Gastspiel oder so. Die hatten ja das Vertrauen der Partei, durften mit dem Theater mitfahren und sind dann da geblieben. Ich nenne da jetzt keine Namen, die gibt es nämlich noch zum Teil. Und die waren sehr abweisend, wenn man kam. Die dachten erstmal, jetzt kommen die anderen aus Berlin, die nehmen uns die Rollen weg und die nehmen uns die Termine weg. Und die hatten auch sich oftmals im Westen eine Legende gestrickt. Wir waren ja noch im Osten und waren abgeschottet. Wir konnten die Legende ja nicht widerrufen, dass die große Widerstandskämpfer gewesen sind, als sie rüberkamen. Wir konnten die Legende ja dann entkräften. Ja. Also es stellte sich sogar heraus, dass ein Kollege sogar noch für die Stasi weitergearbeitet hat im Westen und so weiter. Es gibt es auch schon nicht mehr, den Kollegen, ich nenne trotzdem den Namen nicht. Also die waren, die ehemaligen Ostkollegen, die waren sehr abweisend. Die haben gedacht, wir nehmen ihnen da was weg. Und wenn ich mit Arnold oder mit Mike Chevalier gesprochen oder mit anderen Kollegen auch, viele, ich kann jetzt nicht alle Namen aufzählen, dann war man da schon ein bisschen aufgeregt zunächst, aber dann ist es sehr bist du weg. Bist du ein Freund vom Xen oder bist du einer, der sagt, ich hätte lieber das weitergemacht, dass wir zusammen spielen vom Mikrofon? Wie siehst du das? Es ist, das ist so eine zweischneidige Geschichte. Einerseits durch das Xen ist man schneller, man verdient mehr Geld in kürzerer Zeit. Das ist schon ganz angenehm. Man kommt auch, es ist ja oft so, dass man auch unter Druck steht. Wenn man selbst jetzt nicht geht, man steht mit zwei oder einem Kollegen, ist egal, vor Mikro in einem Take und der hat so ein Otto zu sprechen und man selbst hat am Schluss einen Satz und den versaut man dann. Dann muss ja alles nochmal, der muss nochmal. Und das ist natürlich ein großer Druck. Macht man sich nicht unbedingt Freunde, ne?
Bitte? Da macht man sich, nein, da macht man sich keine Freunde. Und es ist, man hat ja auch sehr oft, ich hatte das für eine Unsitte, es wurde dann so, manche Kollegen waren so nett, die sprachen den Vortag an, damit man einen Anschluss hatte, der schon gelaufen war, aber die sprachen vorher an, also um auf zu quatschen, ich kann mir sonst meinen Text nicht merken, ich will nicht ansprechen. Also dieses Heere und wir spielen zusammen, ich bin da auch mehr prosaisch an dem Punkt. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Chris Cooper? Das war in dem Film Beauty, wie hieß der Film? American Beauty. American Beauty, genau, Beauty. Da hat mich Lutz Riedel, weiß ich noch, bei der BSG, hat mich mit dem besetzt. Ich weiß nicht, ob ich dann Probesprechen noch vorher gemacht habe. Aber egal, jedenfalls lag ich auf dem ziemlich gut drauf. Der hatte immer so einen leichten Bibber, das habe ich zwar nicht nachgemacht, aber so, ich lag schon ganz gut drauf. Und weiß ich, das war das erste Mal, wo ich Chris Cooper gesprochen habe. Und da hat er diesen gegenüberwohnten Faschisten gespielt, der... Capote? War das Capote? Ne, Capote war später. Capote hatte nicht, ich habe der... Capote hat er auch mitgespielt. Das, ja, aber in American Beauty hat er ja den Faschisten, der gegenüber, und der Einfluss auf seinen Sohn nahm und weiß ich auch, den glaube ich umgebracht hat oder irgend sowas. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe den ganz dann immer gesprochen. Ja, unter anderem haben wir geguckt in Capote, was wir gerade gesagt haben. Ja, da habe ich da den Sheriff, der das gefunden, genau, der hat ja sogar 4 Oscars bekommen, der Film. Mhm. Erinnerst du dich noch an die Rolle? Ja, das war nicht sehr groß. Das war der Sheriff, der die Familie aufgefunden hat. Der hatte, ja gut, mittlere Rolle, sage ich mal so. Ich habe es mir nur insofern gemerkt, wir hatten ja bei solchen enorm, immens wichtigen Filmen, der ja war, immer ein Supervisor dabei. Also es kam jemand aus Amerika, meistens war es eine Dame, eine sehr nette Dame im Allgemeinen, und manche waren auch nicht so nett. Es gab auch deutsche Supervisor, da gab es eine, die war sehr, sehr verhasst. Die brachte die Leute dermaßen, gestandene Leute, durcheinander und sagte nochmal nein. Und ich weiß nur, dass in diesem Film, haben wir bei der Hermes draußen gemacht, in Babelsberg, dass die Supervisorin also mir auch ständig sagte, naja, nee. Und da habe ich dann hingeschmissen und habe gesagt, dann macht euren Scheiß alleine. Und dann bin nach Hause, und dann haben sie mich aber angerufen, nein, du musst nicht sprechen. Und siehe da, am nächsten Tag flutschte es. Ja, man muss nur manchmal dagegen halten. Deswegen habe ich mir das auch gemerkt. Aber das war, da hat er nicht, da war der Sheriff, der war ja nur am Anfang. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du mit deiner Röhre oft besetzt wirst? Ich muss sagen, ich muss mich da selber mal, oder Bauchklatschen hier, ich habe von Rechtsanwälten, feinsinnigen Typen über die übelsten Ganoven bis hin zu einem Klodeckel im Comic schon alles gesprochen. Und ich halte mich wirklich für enorm vielseitig. Was ich von kaum jemandem, Kollegen, die meisten sprechen nur sich selber und immer dasselbe Profil. Also ich werde von manchen Firmen vollkommen anders besetzt wieder, wie wiederum von wieder anderen vollkommen anders gesehen, weil ich da mal was gesprochen habe, was da in dieses Profil und dann immer wieder auf diesem Profil, aber dann gab es Gott sei Dank, gibt es ja andere, die sehen einen mehr so. Also ich muss schon sagen, ich bin da doch ziemlich vielseitig. Wie würdest du die deutsche Synchronstimme von J.K. Simmons? Ja, ich wurde einfach, nee, ich glaube noch nicht mal, ich glaube, ich wurde einfach besetzt. Ich kann mich nicht mehr so genau an die ersten Sachen erinnern von ihm. Hauptsächlich kann ich mich jetzt noch erinnern an die vorletzten Sachen. Ein Film, der hauptsächlich oder sehr viele Schauplätze in Berlin waren. Erinnern, das war eine Serie, die zwischen zwei Dimensionen spielte, wo er einen Mann spielte, der ein Pendant hatte in einer anderen Dimension und dann auch immer da hin und her geswitcht ist. Es war ganz spaßig, weil man im amerikanischen Film immer sagen könnte, ach, guck mal hier, Pergamon-Museum, oder guck mal hier die Friedrichstraße oder so. Kannst du dich an Counterpart erinnern?
War das die Serie? Das war Counterpart, ja. Ah, Counterpart war das, genau. War das eine besondere Herausforderung, weil du ihn ja da in diesen zwei Welten gesprochen hast? Nee. Ich habe ein bisschen differenziert. Die eine war etwas, auf der einen Ebene war etwas, eigentlich ein etwas, glaube ich jedenfalls, etwas emotionaler angelegt, auf der anderen etwas kälter. Er war ja, war zwar J.K. Simmons, er war dieselbe Figur, und auch, aber er war charakterlich, sollte er etwas unterschiedlich sein. Und der Simmons hat auch etwas ein bisschen anders, also genau wie ich, etwas, die eine Ebene etwas emotionaler und die andere ein bisschen kühler. Du hast in dem Oscar-prämierten Film A Star is Born Sam Elliott gesprochen. Hm? Das war der Vater von Bradley Cooper. Der Film hat, wie gesagt, einen Oscar bekommen. Hast du ihn dir angeschaut? A Star is Born? Ja, das ist auch so eine Sache. Es wird ja, früher haben wir immer angeschaut. Also ich weiß noch, bei der BSG, da kriegte man den Film, die Kassette in die Hand gedrückt. Dann war ein Vorführraum, da saß man alleine, dann wurde der Film reingeschmissen und dann hat man sich den ganzen Film angeguckt. Oder man kriegt ihn zumindest nach Hause geschickt oder geliefert oder macht mit. Die Zeit ist heute überhaupt nicht mehr. Ja. Wann war was war der letzte Film, den man dir wirklich gegeben hat zum Anschauen, um dich vorzubereiten? Ich glaube, American Beauty war das bei der so BSG auch. Ja, ja. Naja, es ist ja auch eine große Routine zum Teil. Es war ja auch ein Haufen schlechte Filme, die man machen musste, wo dann der Regisseur gesagt hat, das musst du nicht wissen. Ich sage, was ein guter, dann böser, ein böser, mehr nicht. Und zack, los geht's. Ja. Jan Spitzer spricht wieder einen Bösen. Ja. Wir hatten auch manchmal Journalisten von Berliner Blatt, weiß ich, BZ oder so, zu Gast, die dann zuguckten im Fünfer, in dem großen Atelier bei der BSG und die so eine ideale Vorstellung hatten. Und dann sagte der Regisseur von oben, die Regie war oben noch, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Regie, das Atelier, das ehemalige Fünfer, das war ein riesengroßes Ding. So die legendäre Fünf. Die Fünf, ja, ja. Und die waren ganz, und ja, ich wollte mal wissen, wie wir da die Kunst machen, des Synchrons. Und er sagte, los, mach, ja, los, auf den scheiß Film, aber mach mal. Die waren ganz frustriert, die waren total schockiert. Weiterer, den du sprichst, ist Alan Arkin. Unter anderem hast du den gesprochen in The Kominsky Method an der Seite von Michael Douglas. Erzähl mal von der Serie, worum geht's da? Ja, das ist sehr, im Detail kann man das gar nicht, das sind die verschiedensten Episoden. Aber es ist eben auch wie in dem ersten Film, dessen Namen ich auch vergessen habe, It's a Dirty Old Man, kann man da auch nur sagen. Seine Frau gestorben ist und die dann verschiedenste Annäherungen macht zu anderen, sich ständig mit seinem Kumpel, also Michael Douglas, austauscht darüber und die dann immer schön essen gehen und schön trinken gehen. Es sind zu viele Details. Sie erscheint dann ab und zu mal, ne, nochmal. Ja, ja, sie erscheint, dann kommt Träumen aus dem Jenseits, ist ja dann eben auch wieder präsent. Aber, schöne Serie, oder? Ja, eine sehr schöne Serie, aber das lebt so viel von Details und von einzelnen kleinen Geschichten, mehr oder weniger, oder auch von den Wortwitzen und Formulierungen, wie die sich austauschen, die beiden alten Säcke. Also ich meine, der Michael Douglas ist ja noch nicht so alt, aber er, es ist auch immer so ein bisschen Todessehnsucht unterschwellig mit dabei. Aber es ist in dem Sinne ja kein Plot, den man so erzählen kann. Ist auf jeden Fall Spaß, die Serie zu schauen. Also ich habe gesehen, auch Volker Brandt auf Michael Douglas, du auf dem Alan Arkin, das hat es wirklich auch von der Synchronisation her mega viel Spaß gemacht. Ist das einer, wo du sagen würdest, auf dem liegst du besonders gut drauf, stimmlich? Ja, da liege ich, auf dem liege ich besonders drauf, aber ich liege auch auf vielen anderen besonders drauf, obwohl die ganz anders sind. Also du hast in 2006 Alan Arkin in Little Miss Sunshine gesprochen. Ich glaube, das war der Film. Das war der Film, wo ich gesagt habe, wo auch schon den Dirty Old Man gemacht. Genau, und er hat für die Nebenrolle sogar einen Oscar bekommen. Mhm. Kannst du mal kurz erzählen, was das Besondere an der Rolle war? Ja, das Besondere an der Rolle waren die Sauereien, die der Alte losgelassen hat. Und vor allen Dingen auch ohne Skrupel und ohne Verlogenheit, auch direkt. Und
und nicht großartig den weisen, älteren, seriösen Greis gegeben hat. Na, Greis ist er ja dann noch nicht. Aber wo er ganz ungeschminkt auch mit seinen Verwandten, Enkeln, Schwiegersohn und so weiter, also sehr direkt umgeht. Und ich habe da so ohnehin so ein bisschen einen Draht zu ungeschminkter Formulierungssauerei, kann man auch sagen. Ja, gut, aber wenn es witzig ist, wenn es nur platt ist, ist es natürlich nicht spaßig. Ab einem gewissen Alter, in dem du jetzt bist, haben die Rollen, die du sprichst, ja auch so ihre privaten Sorgen und Wehwehchen. Gibt es da ab und zu mal Parallelen zu deinem Leben, die du feststellst, bei den Rollen, die du sprichst? Mal abgesehen von einem Serienmörder vielleicht? Ja, da gibt es sicher immer irgendwelche Aspekte, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt ganz besonders starke Parallelen sehe. Man muss sich halt reindenken, sicher hat man irgendwas in sich drin, wo man vielleicht aus einem anderen Leben oder was, da gucke, wo man Parallelen sieht, im Einzelnen, aber jetzt im Großen und Ganzen sehe ich die Parallelen leider nicht in dem Sinne, als dass wir genauso gut bezahlt werden wie die amerikanischen Schauspieler. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mal Brain gesprochen, in Pinky and Brain. Kommen wir gleich zu. Also, dann setzen wir das noch einen Moment zurück. Genau, du bist ja unter anderem die Stimme von Brain aus Pinky und Brain. Mhm. Uwe Büschken hat den anderen Part gesprochen. Super hat er den gemacht. Ja, ja. Erinnerst du dich noch gut an die Aufnahmen? Ich erinnere mich gut, wir haben ja jahrelang gesprochen. Am Anfang haben wir es noch zusammen gemacht, Uwe und ich. Und dann wurde es dann aber auch schon geixt beim Hommelsheim haben wir das gemacht. Und ich hatte ja einen relativ leichten Part. Ich hatte ja wieder Brain immer. Wir müssen die Weltherrschaft. Try to take over the world. Weltherrschaft an uns reißen. Genau sowas. Und ich hatte ja wirklich immer nur zu mümmeln und zu mosern und so rumzustänkern und so weiter und das ganze Ding in Sand zu setzen. Natürlich auch. Die Jungs, die das geschrieben haben, die müssen ja auch ständig bekifft gewesen sein, weil es wurde immer verrückter, das ganze Ding. Und dann irgendwann war Schluss, da haben wir gesagt, ne, denn ist nun wirklich nicht mehr eingefallen. Jetzt so viel Cannabis gibt es gar nicht, als dass die noch einen draufsetzen könnten. Jetzt, wir haben immer sehr amüsiert, sehr viel gelacht dabei auch. Aber Uwe, der ist ja immer, was will ich so leid? Der muss ja immer schleifen und anstrengend. Ich hatte noch try to take over the world. Und ja, das hat auch viel Spaß gemacht, das muss ich schon sagen. Genau, du wolltest was sagen zur Bezahlung der Sache, was du dir wünschst. Ach so, und wenn man dann, also Parallelitäten zu den Kollegen, hat man gesagt, wenn ich dran denke, was die jetzt nicht Parallelität zur Handlung, sondern zu den Kollegen in Amerika, was die damit verdient haben. Weißt du, was die bekommen haben dafür? Ich habe nur mal gehört, es gab ja Kollegen, die sind nach Amerika, waren in Amerika und haben dann auch mal Kollegen getroffen durch einen Zufall. Also die sind extra hin. Die haben, also ich will da nicht, nee, da will ich nicht drüber reden. Aber das mehr ist als ihr. Leider, jetzt mal abgesehen von den Handlungsparallelen, die es im eigenen Leben manchmal gab, gab es die parallele Bezahlung zu den amerikanischen Kollegen. Also ich meine auch die, die das synchronisiert haben. In Amerika wird ja nicht gedubbt, das ist ja Dubbing in Amerika. Die schicken ja ihre Filme im Original in alle Welt hinaus und dann wird es synchronisiert oder auch nicht. Oder bis auf die Trickfilme dann, ne? Bis auf die Trickfilme. Und da weiß ich, dass der Kollege, der den Brain zum Beispiel hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, für eine Folge $50,000 gekriegt hat, was ja nicht schlecht ist. Das ist schön gewesen, ne? Bin ich dann an meinen Hast du einen Tipp für einen Nachwuchssprecher? Es gibt Kollegen, die das verpönen und sagen, synchron, ja, ein Münchner Kollege, ich habe mal Theater gespielt in München, im Volkstheater und da bin ich hingeflogen und die erste Probe, das heißt, so ein Gespräch mit den Münchner Kollegen, hatte ich einen Münchner Kollegen verwechselt, dachte, den kennst du doch vom Synchron in Berlin und
habe dem die Hand gegeben, habe gesagt, wir kennen uns doch vom Synchron. Dann sagte der, Synchron, was ist denn das? Also es gibt sehr viele Kollegen, die das nicht können einfach oder nicht besetzt werden. Und das dann als Afterkunst sozusagen. Aber ich halte das für eine sehr hohe Kunst. Zum Beispiel, man muss ja, wie gesagt, erst Text, gleichzeitig Ton, das Spiel, die Gedächtnisleistung und dann weiß ich, was man noch alles, die Regie, den Ton, den Cutter. Es gibt 3-4 Gewerke, die einem ständig reden, man muss es gleichzeitig umsetzen. Und ich denke mal, dass ich es manchmal adäquat so spielen kann, manchmal sogar ein bisschen besser. Ich habe noch nie einen Film verbessert, glaube ich, aber ich halte das schon für eine, ich habe da auch sehr viel Achtung für Kollegen, die das können. Und ich würde eigentlich niemanden heutzutage mehr raten, Schauspieler zu werden, davon mal ganz abgesehen von der Situation, auch mit Corona. Aber ich habe es auch schon oft erlebt, dass junge Kolleginnen oder Kollegen an eine Aufnahmeleitung kamen, ihr Vita präsentiert haben als CD und so weiter. Und die Aufnahmeleiter gesagt haben, ja, wir werden sie benachrichtigen und so. Und kaum waren die raus, verschwand die Kassette hinterm Schrank, weil da sowieso schon 1000 lagen. Ist das dann schon schwer reinzukommen. Aber es ist keine Mafia, man muss es können. Wer es nicht kann, das wurde oft kolportiert. Synchron ist doch eine Mafia, das ist doch, ihr sagt, die schieben sich das untereinander. Nein, man muss es können, die Ateliers sind teuer, wenn du das nicht kannst, bist du gleich draußen, da kannst du eine Beziehung haben, wie du willst. Du musst es können, du musst es gut können, du musst es schnell können. Und da ist nichts Mafiöses dabei. Lieber Jan, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, bleib gesund. Ja. Und schönen Dank. Ich bedanke mich auch für das Gespräch und vielleicht 10 Jahren könnte man noch mal drüber reden. Ja.